So, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrün. Für mich ist wieder einige Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme. Für eine Woche. Sind jetzt hier mal bei Part 2 von machen jetzt mit dem Felstunnel weiter und ich habe das Gefühl, das Spiel laggt. Wir sind jetzt so gegen Ende des Felstunnels. Ich muss jetzt auch wieder ansehen, wo ich verblieben bin. Schutzscheiße ist weg. Das hätte ich vielleicht oben nachschauen können, ob da ein verstecktes Item ist, aber egal. Ist die Frage, haben wir noch Schutz oder war das der letzte? Ja, das war anscheinend der letzte. Also müssen wir halt ohne Schutz auskommen und werden wieder von Pokémons penetriert bis zum geht nicht mehr. Und vom Leveltechnischen her sind wir wahrscheinlich sogar wieder überlevelt. Das ist halt das Problem, das nächste Teammitglied kommt halt leider erst in der Silfkoffer. Weißt du, wie man es vermeidet, sich im Gebirge zu verlaufen? Andere knicken Zweig, um ihren Weg zu markieren. Oder benutzen GPS, aber frag mich, was das ist. Und das andere Teammitglied, das wir auch noch geplant haben, kriegt mir erst auf der Zinnoberinsel, weil wir dafür ein Fossil wiederbeleben müssen. Und unser erster Gegner ist natürlich ein Pummelhof, aber das wird unser kleiner Rüdiger, ja. Ohne Probleme schaffen, mit einem Durchbruch ist alles weg. Und weg von einem Sklaven brauche ich ja nur noch einen zweiten. Geplant wäre ja Enton bzw. Enteron, habe ich. Das Problem ist ja, in Blattgrün kriegst du halt keins gefangen, müsstest es wieder von Feuerrot drüber tauschen. Also werde ich mir jetzt halt da wohl drüber damit auskommen müssen, dass ich einen Stern du als VM Sklave nutzen will. Muss. Was eigentlich nicht dazu geplant ist, aber zur Not muss man halt auch Opfer bringen. Weil mir geht es sowieso darum, dass ich einen VM Sklave habe, der Surfer, Kaskade und Blitz kann. Und das Einzige, was ich noch kenne, ist jetzt halt ein Stern Du. Ich muss mir halt damit leben, ne? Genau wie bescheuert ist, dass mir die einzige Giftattacke, die was wirkt für unseren Rüdiger, erst auf Island 5 bekommen. Ehrlich, also. Und dann kannst du halt eben das Nidoking halt nur als Boden-Pokémon benutzen, halt. Für das, was eigentlich gedacht ist, für die Giftattacken, die kommen halt erst sehr spät. Die einzige Giftattacke, die es bei Level Up erlernen würde, wäre eben Giftstachel. Ich habe mein Bestes gegeben. Aber so bescheuert die frühen Editionen. Ob das einfach gedrückt ist. Auch von dem Jungen dort unten können wir uns Steinhaken noch holen. Aber das sparen wir jetzt mal für unser Aerodactyl auf, weil die Attacke, die habe ich für ihn geplant. Und dass jetzt andauernd ein Pokémon auftauchen, ist jetzt halt ein bisschen bescheuert, aber müssen wir jetzt halt damit durchkommen. Wir hätten dann zu einem späteren Zeitpunkt dann mit unserem Aerodactyl nochmal hier blicken lassen müssen. Und ich hätte definitiv mehr Schutz kaufen sollen. Das muss ich dann gleich in der nächsten Stadt ändern. Weil ihr pausenlos seht, dass ein Pokémon auftaucht und es mich einfach nicht in Ruhe lässt. Und hier haben wir natürlich noch einen Wanderer. Ich hoffe, wir kommen über den Part noch durch. Kannst du mich besiegen? Wenn ich ein Wasser-Pokémon hätte, safe. Weil wir gehen so langsam aber sicher die AP aus. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn ich zum Beispiel Schaufel verwende. Kann sie mal ausprobieren. So, wenn es nicht gerade Erdbeben einsetzt. Bei Intensität bin ich halt nicht sicher. Aber das macht eh wieder nur eine nutzlose Attacke. Eigentlich könnte ich auch theoretisch einen Circle Texo reinschicken und mit Metallklau angreifen. Einfach, dass ich es nicht schon verlernt habe mit ihm. Schau mal kurz. Und dann kommt der ND auch noch ein bisschen XP über. Ja, Metallklaue habe ich noch. Dann. Es könnte tödlich enden, aber ich probiere es. Weil Metallklaue hat jetzt nicht gerade die Treffsicherheit wie zum Beispiel Schockwelle. Oder halt dem normalen Kratzer. Schauen, ob der überall den Steinwurf aushält.
ja. Wenn er nicht gerade in den Klett reindrückt, ist ja alles okay. Attackbus wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen, aber. Obwohl Georg, der könnte jetzt. Der könnte ein Problem werden. Vor allem, wenn wir jetzt nicht treffen, ne? Und wir treffen. Und er macht natürlich einen Igler, was jetzt andererseits gut für uns ist und dumm. Er könnte jetzt wahrscheinlich die zweite Metallklaue überleben, also wir schaffen einen. Ja, trifft doch einfach nicht, ist doch auch egal. Oh, das hat jetzt wie viel abgezogen? 24? Ehrlich, bevor ich jetzt hier riskiere, dass mir jetzt das Endtrag noch drauf geht, dann wechsle ich lieber wieder zurück zu unserem Rüdiger. AKW, AKLP. Weil es hätte nur einmal daneben gehen müssen und hätte mir einen Crit noch reindrücken müssen, dann wären wir auf jeden Fall am Arsch gewesen. Komm schon, das schaffst du auch so. Ja. Guter Junge, guter Junge. Ups, das war zu viel des Guten. Muss da laut sagen. Und wir haben noch keinen Zertrümmerer. Das würde mir dann natürlich unserem Nutztier 01 beibringen, was wir schon in der Hinterhand haben. Vorausgesetzt, ich schaffe es jetzt irgendwie aus dieser Höhle heraus. Und soviel ich weiß, hat er auf jeden Fall einen Fleck. Und da werden wir jetzt dann unseren Pikachu nochmal nehmen. Was wir natürlich dann in Lavandia umbenennen. Das ist jetzt ein voll. Fertiges Teammitglied wird. Oder sieht der Molly dann gleich? Du besiegst einen Pokédex? Cool, ich möchte auch einen haben. Also halt der Molly dann gleich. Ja, und er beginnt wirklich mit Flagball. Das sollte ja kein Problem sein für dich, Pikachu. Ist eine Anspielung darauf auf die zweite Arena. Dass er einfach am Anfang nichts gerissen hat und zu schnell starb. Gut, wenn er nur mit Fleckmann kommt, dann ist er auch gut. So. Ich befürchte nur, dass mir bald Donnerblitz an der AP ausgeht. Ein etwas zu langer Felstunnel für meinen Geschmack. Und es wird jetzt noch viel länger, weil ich einfach ein Idiot bin und vergessen habe, genug Schutz einzukaufen. Ja, vielleicht finden wir noch einen. Irgendwo im Felstunnel. Es könnte auch sein, dass es dann im Lavandia-Markt schon super Schutz gibt. Das wäre sogar noch empfehlenswert. Und Pikachu erreicht Level 29. Den ersten Angriff wird es dann mit Level 33 erreichen. Ach, ich bin ja so neidisch. Meinst du auf meinem Pokédex oder auf das Pikachu? Ja. Wie auch immer. Es wäre jetzt mal schön, wenn jetzt nicht so viele Pokémon auftauchen würden. Oder wenn dann schon eins auftaucht, dann bitte ein Shiny. Ich habe schon gefühlt seit Jahrzehnten keins mehr gesehen. Das letzte, was ich mal gesehen habe, war mein Shiny Kleinstein auf der Y-Edition in einer Massenbegegnung. Was mir dann aus Versehen hops gegangen ist, weil ich einen Maxax hatte mit Überbrückung und Erdbeben. Zur Erinnerung zum Beispiel das Shiny Kleinstein, das ist einfach so golden. Das ist genauso golden wie jetzt zum Beispiel mein Shiny Safcom. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ja, wir sind safe überlevelt. Also ums Level müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, da werden wir jetzt in der nächsten Arena sowas von überlevelt sein. Hä? Komm im Dunkeln bloß nicht so nahe! Das wird sich dann gleich ändern, wenn wir dann uns ein viertes Teammitglied haben. Das könnten wir uns dann theoretisch... Das ist jetzt eigentlich alles doof. Weil dafür müssen wir eben den Silfkopf.
Dankeschön. Dazu müssen wir eben die Silfkorb befreien, damit wir an eins rankommen. Das heißt, bis und mit Arena 5 haben wir einfach kein viertes Teammitglied. Habe ich jetzt vielleicht eine Marombeere? Ja, danke schön. Ja, das kannst du mit Stachelsporen. Oder einfach mit Wickel. Muss ich dann gleich mal heilen. Und eigentlich müssen wir gar nicht heim. Wir sind, glaube ich, so viel ich weiß, sogar im Grossbrand-Rage drin. Bedeutet, wenn wir nur noch ein Drittel unserer KP haben, sind unsere Feuerattacken stärker. Und wie viel weiß ich jetzt nicht auswendig. Also müssen wir es auch theoretisch mit Glut ein Pipi besiegen können. Gott sei Dank kann Gesang daneben. Und Spotlight nützt dir nichts, wenn du alleine bist. Gibt ja keinen Partner, den du beschützen kannst. So, kleines Spotlight. Zieht sozusagen die Aufmerksamkeit auf das Pokémon, das eben die Attacke benutzt hat. Wenn zum Beispiel beim Doppelkampf sinnvoll, wenn man zum Beispiel jetzt mal ein Wasser-Pokémon von einer Elektro-Attacke beschützen möchte. Es war zu dunkel. Darum habe ich die falsche Attacke gewählt. Und ich bin jetzt mal frech und werde natürlich noch weiter in da bin. Bis jetzt Pokémon, lass uns kämpfen. Für den Fall, dass noch ein Mirabel oder ein Fenster auftaucht. Wir dann Grossbrand nutzen können. Oder auch für ein Taubsi. Ja, das können wir jetzt auch mit dem Donnerblitz eigentlich besiegen. Wir sollten jetzt, soviel ich weiß, in der Nähe des Ausgangs sein. Ja, ein Radfratz. Dann schicken wir mal den Weehawk wieder ins Rennen. Also im Zwecks überleveln werden wir jetzt dann wirklich mal hoch. Es sei denn, ich nehme mal kurz ein weiteres Pokémon ins Team, was ich dann aber austauschen werde. Da überlege ich mir dann am Ende dieses Parts, was ich da eins nehmen könnte. Zum Beispiel ein Wasser-Pokémon halt eben nicht ständig oder dazu bräuchte ich eben die Superangel. Und dann später EHSVM-Sklave benutzt. Leider. Und sonst, was könnte mir noch nehmen? Das wäre so ein Wasser-Pokémon, das gerade in der Nähe so gibt. Müsste ich mal schauen, wegen Muschas. Wäre zum Beispiel ein gutes Pokémon. Wasser und Eis. Wobei es den zwei Typen erst nach dem Wasserstein bekommt. Du bist ein harter Brocken. Da muss ich mir überlegen, wo kriege ich jetzt Muschas her? Also mit der Angel ist safe, das ist klar. Und ich glaube, im Festtunnel liegen keine versteckten Items. Ich habe jetzt auch nicht Bock, jetzt die ganze Höhle danach abzugrasen. So, und hier finden wir noch ein Item, aber zuerst kommt ein Pokémon uns nerven. Obwohl ein Dragossa wäre eigentlich auch nicht schlecht. Oder dazu braucht mir zuerst wieder ein Item. Und hier haben wir natürlich eine Perle, die können wir dann wieder verkaufen. Ich werde mal, also nach dem Part werde ich mal schauen, wie ich einen Muschas kriege, oder vielleicht schaffe ich es irgendwie einen Dragossa zu bekommen. Ich bin wegen der Pokémon hierher gekommen. Ja, wegen dem Pokémon, ne? Und dann sind wir jetzt auch gleich im Felstunnel durch. Ich glaube, wenn ich dann draußen bin, versuche ich noch die Tränen zu umgehen und gehe mich zuerst heilen. Mal ein Taubsi. Oder wieder. So, jetzt kann man ja ein Mauzi. Ne, ich darf dann nach diesem Part mal kurz recherchieren, was noch zum
Alternativen gibt, weil ich will jetzt nicht geradezu brutal überpowered in die nächste Arena rein. Und dann kommt noch ein schönes Mirab, was eh wieder ein Opfer ist. Zahlt so Feuer-Pokémon mit einer Feuerattacke, weil Step plus Grossbrand. Da reicht schon ein normaler Grund, um die meisten der Pflanzen-Pokémon zu besiegen. Alle meine Pokémon wurden besiegt! Das ist scheiße. Ja, wenn ich sie umgehen kann, dann umgehe ich sie. So, ist da hinten auch noch etwas? Wenn jetzt noch ein Shiny auftauchen würde, dann schrei ich. Aber es ist halt eben selten bei mir tauchen, so generell, wenn ich mal Privat-Pokémon spiele oder in einem Let's Play. Es tauchen einfach nie Shinies auf. Außer die, die festgelegt sind, wie zum Beispiel eben bei Gold, Silber, Kristall, Hardgold, Soul, Silber, eben das Shiny Garados im Zoo des Zorns. Bis ich das letzte Mal Blattgrün gespielt habe, hatte ich sogar mal zwei Shinies. Wenn man Shiny Sandamer und Shiny Nidoran weiblich. Sind die einzigen, an denen ich mich erinnern kann. Und dann schauen wir mal, ob wir die Trainer umgehen können. Und hier haben wir noch eine Beere. Eine Nana-Beere. Abgeleitet von der Banane. Das wäre schön, wenn es der sich umdrehen würde und nicht gerade uns anschauen würde. Yes. So, Lavandia, da können wir uns mal wieder neu ausrüsten. Ist halt so, für Dragossa bräuchte ich zuerst ein Item, damit ich den Pokémon-Turm ganz erkunden kann. Und für Muschos bräuchte ich wahrscheinlich mindestens eine Profi-Angel. Und wenn ich Pech habe, eine Super-Angel. So, was mit den Namenbewerter? Das ist das Pokémon-Haus? Nein, das ist das Falsche. Das müsste dann hier sein. Ja, hier. Hallo, ich bin der offizielle Namenbewerter. Ich bewerte Namen in allen Generationen. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Okay, für welches Pokémon soll ich den großen Namen bewerten? Ah, für hier. Der Schnitzelmann mit Jerry, oder? Ein schöner Name. Gefällt dir noch immer, oder möchtest du ihn ändern? Ich möchte ihn gerne ändern. Okay, und wie soll er jetzt lauten? Und zwar nenne ich ihn jetzt einmal... Da er jetzt ein vollständiges Teammitglied ist... Ryu. Zur Erklärung ist Shadowy Neko auf YouTube. Für dich, von nun an ist ein Pokémon Ryu. Also Schrägstrich Ryu Hayato. Das ist ein besserer Name als der vorherige, aber ein Glück für dich. Ich habe immer eine gute Namensbegebung. So, und jetzt mal. Mal um Schutz. Also, ich werde auf jeden Fall safe noch ein viertes Pokémon ins Team nehmen, das ich mal kurzfristig drin behalte, bis mit dann die anderen Teammitglieder. Und hier kriegt man schon Superbälle. Gut, dann nehme ich mal 6 Stück. Oder weißt du was, machen wir noch 3 weitere, haben wir schon mal 10. Supertränke, nehme ich noch 3 weitere. Beleber nehme ich jetzt von 4, dass wir mal 5 haben. Weil zu viel will ich jetzt auch nicht ausgeben und Superschutz. Sagen wir mal 20 für den Anfang. So, dann verkaufen wir mal alles, was wir nicht brauchen. Zum Beispiel würde ich auch ein paar TMs verkaufen, die wir nicht brauchen. Hier Sternenstaub für 1000. Nugget für 5000. Die werde ich dann später nochmal brauchen für ein paar Attacken. Zum Beispiel. Ne, Wegstein behalten wir mal. Die Perle verkaufen wir noch für 700. Dann wäre das schon mal erledigt. Dann können wir jetzt machen, wir sind die Trainer dort oben. Und der hier ist auch ein Trainer. Hey du, möchtest du meine Pokémon sehen?
wenn ich mich da das täusche, der hat den Fleckmon. Der hat einen Dracossa? Okay. Das ist jetzt ein bisschen doof, dann müssen wir jetzt schon wieder wechseln. Und zwar auf... auf unseren Beehawk. Oh, sagen wir mal so, ich sage ihn jetzt einfach Rüdiger, weil das ist sozusagen so ein gängiger Name. So viel ich weiß, das ist nur Boden oder hat es noch Typ Gestein? Bin ich jetzt gleich raus. Okay, es ist nur noch von Typ Boden. Also es wäre schön, wenn ich mir irgendein Wasser-Pokémon hinnehmen könnte, ein nützlicheres. In der nächsten Arena müssen wir auch keine Sorgen machen. Die verwenden nur Pflanzen-Pokémon. Dafür hätten wir auch unseren N-Dragon, ne? Aber jetzt kommt er mit dem Fleckmon. Nehmen wir dann unser guter Texel. Einmal Donnerblitz und das ist weg. Wie zäh war, wisch und weg. Aber dann würde ich den Rival im Pokémon-Turm auch mal vorerst auslassen. Nein! Meine Pokémon! Das war jetzt ein bisschen zu übertrieben. War da nicht hier irgend noch ein Item versteckt? Wahrscheinlich in den älteren Generationen, da kann ich mir an eines erinnern. Oh, dann können wir mal zum D2S. Die wird doch wahrscheinlich zu 50% mit einem Myrapla beginnen. Ich fühle mich von vielen Wandern erschöpft. Hast du das so richtig gesagt? I hope so. I hope so, really. Und für dich wäre... Weiß es auch schlau, eine falsche Attacke auswählen und dann merkst du, er hat Adlerauge. Das wird ja der typische, ich verdrück mich einfach mal. Wird das wohl schon stimmen. Wenn es nicht gerade ein Competitive Gameplay wäre, zum Beispiel online, dann wäre es ja noch egal. Nein, dann wäre es ja nicht egal. Dann wäre es ja scheiße, wenn du eine falsche Attacke wählst. Und einen unnötigen bändischen Volltreffer nochmal. Und es ist schon besiegt. Ich bin nicht fit, deswegen habe ich auch verloren. Und hier einen interessanten Wanderer. Da wird mir jetzt halt wieder unseren wie hochschrecklich Rüdigerin nach vorne lassen. Was hat das jetzt zu bedeuten? Fällt mir dann gleich raus. Natürlich kommt er wieder mal mit dem typischen Kleinstein. Also von den Wandern kannst du auf jeden Fall sicher sein, die haben Kleinstein, Gerok, Machola, Maschok und so weiter und so fort. Also generell was mit Gestein und Kampf zu tun hat. Und ein Onyx hat das auch noch. Generell für Onyx und Kleinstein empfiehlt sich halt, dass wir mit speziellen Attacken durchkommen, aber im Moment haben wir jetzt halt nichts, was speziell ist. Kampf ist eher physisch und Boden müsste auch noch physisch sein. Es gab es erst in der vierten Generation, dass sie dann unter physisch und speziell unterschieden. Oder das jetzt eh nichts mehr viel bin. Da können wir auch Glutenfrucht da reinwerfen. Stirbt doch so. Und Level 32 für Weehawk. Gesundheit. Also das war der Grund. Er hat uns nicht ausgedacht, er musste nur niesen. Oh, die Bergluft ist so wunderbar erfrischend. Du nicht auch? Ja, ist schon erfrischend. Und er fängt natürlich wieder mit dem Onyx an. Ist auch nicht.
Halt das Blöde, wenn man zum Beispiel Schaffner einsetzt, das hat dann Erdbeben. Ich glaube, theoretisch könnte es sogar lernen. Das ist, glaube ich, ein Stall los. Da behält es wahrscheinlich nur den Botentyp nebenbei. Und ja, noch ein schönes Georock. Was auch nicht lange standhalten wird mit dem Level, was wir hier haben. Ich darf mir wirklich überlegen, was ich noch ins Team nehme, vorübergehend, damit ich nicht zu überpowered bin. Ich kann wieder klar denken. Danke für deine Hilfe. Gern geschehen. Damit hat mir auch die letzten Trainer hier oben entledigt. Und hier können wir uns natürlich nochmal kostenlos heilen. Wenn wir jetzt runtergehen, kommen wir zu der Wasserroute, glaube ich, Route. 12? Wenn mich nicht ausrüstet, müsste das jetzt Route 12 sein. Ja. Aber wir gehen zuerst die Route 6? Nein, Route 8. Ich kann mir nicht alles merken, wisst ihr? Und von der Göre, da weiß ich, was sie einsetzt. Sie setzt nämlich zweimal Pipi ein. Wenn sie mal einen Gesang durchkriegen. Welches Pokémon ist süß, pummelig und kuschelig? Pipi? Und Pummelig kann es auch Pummelhof verstehen. Könnte auch ein Pipi und Pummelhof haben. Beides theoretisch eine Einschlafquelle. So, Gesang trifft halt zwar nicht immer, aber bei Computergegnern kannst du auf jeden Fall davon ausgehen, dass es fast immer treffen. Weil es ein fucking CPU ist. Und sie hat wirklich zwei Pipis. Da habe ich mich noch richtig daran erinnert. Ja. Und das Wasser-Pokémon nehme ich natürlich nicht Carpador. Das ist das Schlechteste, was du hier wählen kannst. Hör auf! Sei nicht so gemein zu Pipi! Ich war nicht gemein, ich habe nur meine Pflicht getan. Wenn ich nicht das dort hätte, glaube ich, ein Vulkano oder ein Quapsel. Ich bin in eine Welt herumgekommen, ein Glücksspieler. Dann hat er wahrscheinlich einen Quapsel. Höchstwahrscheinlich. Aber nein, es hat einen Vulkano. Spielerick. Fällt noch das P-A-T vorne, dann heißt es Patrick. Und Betreu ist nicht nice. Aber was will ich jetzt auch einsetzen? Pikachu ist nicht so gut. Okay, es will noch mit Silberblick natürlich meine physische Verteidigung senken. Apropos Vulkano. Nein, das würde nicht bringen. Dann hätte ich noch zwei Feuer-Pokémon im Team. Und ein Vulpix. Beziehungsweise ich hätte wahrscheinlich nur eines von den beiden fangen können. Es wäre schön, wenn ich auf jeden Fall ein Wasser-Pokémon hätte. Und es wollte unbedingt Brüller einsetzen, ne? Satz mit X war wohl nix. Und mit der Angel kriegt man halt nur ein goddammit Carpador. Den Jackpot habe ich noch nicht geknackt. Apropos Jackpot, in Prismana City haben wir dann wieder mal etwas, was wir vielleicht auch offscreen erledigen können, wenn ich will. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt tun möchte. Da muss ich halt schauen, was die Preise sind nochmal. Dann würde ich das wahrscheinlich offscreen dann mal erledigen. Dann würde ich mal sagen, dann beende ich den Part an der Stelle und werde jetzt nochmal offcam mal kurz recherchieren, was ein Pokémon als Alternative nehmen könnte, bis ich das Lapras habe. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es dann weitergeht mit Pokémon Blatt Grün. Bis dann und tschüss.